Ich habe das kleine Kind wieder mitgenommen. Es wird wieder durchgeredet. Anscheinend gibt es eine Mission mit ihm. Die will dir keiner natürlich verpassen. Und dann gehen wir ein paar Kritter zerlegen. Mutter hat mich ja meistens nicht mitgenommen auf ihre Reisen. Ich musste immer im Fort bleiben. Da passieren zwar auch spannende Dinge, aber naja, ich kenne das Fort schon. Hier draußen war ich noch nie in meinem ganzen Leben. Dann pass auf, die Gegend ist gefährlich. Nur gut, dass ich dich dabei habe. Ja, Big Daddy Jax wird richten. Ei. Stop damit. Das sind neue Critter Designs. Wow. Mashing Buttons. Das wird die neue Routine sein. Ach, nehmen wir die große linke Runde. Ich sehe ihn. Nee. Funktioniert Jetpack. Pfeile werden wir keine verschwenden für den Kleinen. Machine Buttons. Und wir treten. Ja. Ich schätze, ich blute. Irgendwas wird das wohl sein. Irgendein Schaden. Das schaut interessant aus. Das könnten wir auch später angehen. Es gibt noch viel zu looten in dieser kleinen. Ich glaube, das mache ich gleich dann einfach. Ach, ja. Ich habe ein neues Schwert ausgerüstet. Ich glaube, ich habe es ausgerüstet. Bin mir jetzt nicht mal sicher. Also wir mashen Button, dann kicken wir ein paar Mal, dann ist der auch da wieder aufgeladen und dann wird weiter gemasht. Ups, 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 ups. Ja. Hast du schon viele Menschen getötet? Kommt schon mal vor. Manchmal machen die Leute eben Ärger. Ich weiß ja, dass es manchmal passiert, aber ich will nicht, dass Menschen sterben müssen. Ich weiß. Versuche in Zukunft einfach in so wenig Ärger wie möglich zu geraten, okay? Nein. Das ist ein Kind. Das werde ich nicht versuchen. Da! Ich bin jetzt schon durch haufenweise Ärger. Ob ich darüber gehen kann? Oh, schnell speichern läuft super. Da komme ich nicht mit. Das ist mir ziemlich egal. Dann bist du auf dich alleine gestellt. Oh, was haben wir hier Hier Interessantes? könnte man sich fast schon niederlassen. Hallo Jungs. Was geht ab? Ich kann gerade nicht. Ja, auch nicht. Dann werden wir mal Instrumente stehlen. Eine E-Gitarre. Wahrscheinlich. Was haben wir hier drin? Mikrofone sehe ich nur. Ah, sind wir die keine Mission zurzeit? Sind beschäftigt. Ja, den Kleinen haben wir natürlich nicht aufs Konzert mitgenommen. Zu viele Drogen, zu viel Alkohol. Da wird halt nur Kaya und ich dann hier abgehen und tänzeln. Kaya braucht eine Bühne zum Tanzen. Ich habe aus dem alten Spiel bei Kaya-Szenen, wo sie rumklitscht und herumtanzt. Das wäre doch die perfekte Bühne dafür. Aber so wie es ausschaut zurzeit, wird in diesem Spiel nicht viel glitschen. Was auch ein guter Anfang ist. Wo ist Fleisch? Benutzen. Ah, wir können nur braten. Aber das können wir gut. Was haben wir gekillt, was Geflügel ist, außer den Truthahn? Die Kriter sind ja kein Geflügel. Jo, wollt ihr schon mit mir reden, Jungs? Was war das? Muckefuck. Ich habe gerade keine Nice. Zeit. Nice. Ja, Muckefuck. Guter Name. Bin ein Drink. Ja. Int. Boy, come follow me again. Jetzt habe ich Mama gelesen. War Da bin Mama. ich wieder.
Gott sei Dank. Chili gegen Frost habe ich gesehen. Warum warst du eigentlich so selten bei uns? Ich hatte meine Gründe. Mutter hat immer gesagt, du würdest die Welt retten. Tatsächlich? Das hat sie gesagt? Was genau hast du... Gah, hör auf die falsche Taste zu drücken. Das ist mal ein fetteres Ding. Komm, hallo. Komm schon, klar, ja, wirst du schon wohl regeln. Große Magierin. Jetzt habe ich mir ins Team reingehaut, das wollte ich gar nicht. Weißt du, was so cool an Geistern ist? Nein. Niemand kann ihnen etwas anhaben. Sie schweben über den Ding und keiner kann sie besiegen. Und weißt du auch warum? Warum? Dozent. Na, weil sie eigentlich gar nicht wirklich da sind. Man kann sie zwar sehen, aber nicht anfassen, weißt du? Aha. Ach so. Wo bin ich stehen geblieben? Was genau hast du denn die ganze Zeit gemacht? Ich habe versucht, die Gilden zu überzeugen, sich auf drohende Gefahren vorzubereiten. Cool, sie haben bestimmt alle auf dich gehört, nicht wahr? Naja. Natürlich haben sie das. Wenn ich mal groß bin, dann will ich auch mal so werden wie du. Oh. Ist Achtung. Echt. Danke für die Warnung. Ich glaube, sie ist ein bisschen overpowered. Außer, dass ich immer auf die Rechtstaste drücke, weil ich immer Rechtstaste drücken habe müssen, dass meine Waffe rausgekommen ist. Läuft super. Ist das Viech mitten im Dorf? Was sagt die Karte? Jetzt kann ich Karte. Das ist mitten im Dorf. Lebt hier nichts? Außer Loot. Lebt hier nur Loot? Wo ist das Klopapier? Gib mir das Klopapier. Komm schon. Ich drücke es in die Ecke. Darauf stehen manche. Ab, nein, nicht Schuh setzen. Es ist auf jeden Fall einfacher geworden. Das unnötige Stuhlsätzen zu vernichten. Zum Blocken. Eieiei. Komm schon. Ganze Familie wieder im Weg. Will doch nur Spaß haben hier. Toilette wieder ohne Klopapier. Hier lebt also keiner. Tasse. Krug. Das ist die gute Loot. Kann mir dann ein Bett suchen zum Schlafen hier dann. Zählt sich das überhaupt aus zu looten? Ich bin auf jeden Fall überrascht, dass ich noch nicht gestorben bin. Hat der Kleine nichts mehr zu erzählen? Kann ich ihn schon abschieben? Schlafen wird nach dem Kampf. Ich habe nicht die seitliche Taste gedrückt. Smashing Buttons. Kick. Kick. Hopp. Ja, ich habe ein Gefühl, das Combat wird ziemlich leicht. Du bist gleich wie oft ich gestorben. Was bedeutet das Wort Bastard eigentlich? Hast du das denn gehört? Die Kinder am Fort haben mich oft so genannt. Ich weiß nicht, was das heißt, aber es klang nicht nett. Ich hätte wirklich öfter bei euch vorbeischauen sollen. Hör nicht auf das Gerede, mein Junge. Manchmal sind die anderen Kinder... Oh. Oh. Okay, red weiter, Johnson. Was soll's? Manchmal sind die anderen Kinder ganz schön doof, nicht wahr? Oh. Musst einfach einen Muckefuck trinken. Dann geht's schon wieder. Oh. Mein Kind wird dann Jon Snow. Aus dem Weg, ja. Ich werde wahrscheinlich bald auch in Lockpicken was reinstecken, wenn ich den richtigen Lehrmeister finden werde. Und nicht den Hecken diesmal. Einen Gritter haben wir noch. Dann können wir zurück zu Adam gehen. Energy Drinks, ganz wichtig. Heiltränke haben wir auch schon haufenweise. Und viele Starken auch. Also ich bin jetzt schon stärker gelootet als 20 Stunden in Elex 1. Aus dem Weg, Kleiner.
Okay. Ah, da ist eine Kapuze. Mist, hätte ich doch gerne mitnehmen müssen. Ich hätte doch das T-Shirt kaufen sollen. Shame on me, Schrott. Schwarzgebrannter. Was brauchen wir denn dann? Ja, das ist ja wirklich nur zum Trinken. Irgendwo habe ich eine Jetpack-Mode auch gefunden, die ich mir vielleicht dann auch reinwürgen kann. Du, Haus! Du wirst übernommen. Oh. Hey, du Flitzpiepe! Was rennst du hier durch meinen Krempel? Ah. Du wohnst hier? Wie war das? Ob ich hier wohne? Aber nein, ich drapiere meinen ganzen Besitz nur so zur Schau. Damit vorbeilaufende Leute einfach alles einsacken können. Natürlich wohne ich hier, aber du hast hier nichts zu suchen. Also sieh zu, dass du Land gewinnst. Willst du wen sterben sehen, Sohn? Jo. Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Ah. Das sehe ich. Das sehe ich. Oh. Oh. Ups. Bewusstlos. Schade. Anscheinend brauchen wir den später noch. Nehmen wir mal seine Sachen mit, während er bewusstlos ist. Ist gerade ziemlich egal, kommt mir vor. Ich bin nicht der Bösewicht. Dö. Einfach ein Schwert. Hast du das gesehen, Sohn? So zerlegt man den Typen. Er ist nicht mehr bewusstlos. Gratulation. Dein Kartoffelsalat gehört von mir. Ich bin froh, dass du kein Alp-Commander mehr bist. Ach. Wieso? Und ich trete den Alp 2. So steif und unfreundlich, wie das Eisland, in dem sie wohnen. Vielen von ihnen fehlt es an Emotionen wegen der großen Mengen Elix, die sie zu sich nehmen. Also ich glaube ja, das kommt von diesen weißen Plastikplatten, die sie tragen. Darin muss es doch eiskalt sein. Jo, du, bist du cool? Freut mich zu sehen, dass wir so viel guten Zulauf bekommen. Wie ich hörte, bist du einer dieser Männer, die für uns unverzichtbar sind. Ihr kämt auch ohne mich klar. Mhm. Mag sein, aber mit dir wird es leichter. Willkommen in der Bastion. Oh, ist das auch ein Berserker? Die Berserker-Rüstungen sind ja nicht gerade das geilste. Vielleicht hat die Kaya ja keine richtige Berserker-Rüstung. Und steht einfach auf dieses grüne Leder und hat ihre eigene Fraktion. Ihre eigenen Rüstungsteil. Mal schauen. Wenn die Kleriker noch ihre coolen roten Rüstungen haben, könnte das eine einfache Entscheidung sein. Schauen wir mal, was in den Outlaws abgeht. Mal schauen, ob Crazy Red noch lebt. Das ist das Wichtigste. Nummer 1 auf der Wichtigkeitsliste. Crazy Red vernichten. Wenn er lebt. Ich hasse Crazy Red. Uff, mächtiger Schlag. Komm schon, Kaya. Du Feuermagierin. Nice. Hat sie wohl mehr Triss Marigolds Upgrades bekommen? Jo, wer bist du? Pass lieber auf, wo du hier überall entlang gehst. Du verscheuchst noch das ganze Wild. Du kümmerst dich um die Versorgung der Bastion? Ganz recht. Und ich behalte dich im Auge. Und jetzt lass mich wieder meine Arbeit tun. Okay. Du stirbst ausnahmsweise mal nicht. Heugabel kann ich nehmen? Mikroskop. Oh, ich dachte, ich würde was anschauen, aber ich nehme es einfach mit. Eigentlich habe ich ein Kind, das alles tragen kann. Dass er groß und stark wird. Den ganzen Schrott. Ein Händler fehlt mir noch. Dann kann ich mal eine Episodenpause machen zum Handeln. Mana Trank. Und dein Vater? Wie war der so?
Oh, meinen richtigen Vater habe ich nie kennengelernt. Ich bin bei den Alps aufgewachsen und wusste bis vor einigen Jahren gar nichts von meiner Herkunft und meinen leiblichen Eltern bei den Berserkern. Und Vadek, mein Ziehvater. Ja, er war ein Alp-Commander, genau wie ich früher. Lebt Vadek noch? Das weiß ich nicht. Es kann schon sein. Ich habe ihn seit damals nicht wieder gesehen. Vielleicht ist er noch irgendwo da draußen. Ja, vielleicht. Wer weiß. Also das Kind ist hier, um uns gratis Backstory zu geben. Deswegen wird es hier sein. Vielleicht finden wir noch schnell einen Händler. Wie lange spielen wir schon? Ich richte mich an ca. 25 Minuten. 15 Minuten. Oh, was war da zu stehlen? Schrot. Ja, wenn es Schrot ist, ist es nicht wirklich stehlen. Was haben wir sonst noch? Herbert ist noch immer im Orbit. Guter Mann. Wie ist der, das so lange oben aushaltet? Oh, kann ich das wirklich an... Ich kann es verbessern. Was brauche ich denn dazu? Aber ich bin sowieso nicht stark genug. Ich bin nicht gut genug. Hey, hör mal. Ich muss bald auf eine Erkundungsmission nach Tavar. Du hattest deine Hilfe angeboten, also... Worum genau geht es? Meine Jungs und ich werden die Gebiete rund um das Fort in Tavar erkunden. Es heißt, dass die Kleriker ihre maschinellen Spione ausgesandt haben, um unsere Truppenbewegungen zu beobachten. Wenn das stimmt, werde ich diesen Klerikerschrott in Einzelteilen an ihre Herren zurückschicken. Du brauchst deine Leibwachen nicht. Ich werde mit dir gehen. Das sollte reichen. Gut, dann sag mir, wann es losgehen soll. Wir brechen dann umgehend auf. Ich habe mich um Dex gekümmert. Das sehe ich. Wie geht's dir denn, Dex? Alles gut, Mutter. Ich schaue mir an, was Vater so treibt. Ja? Na dann? Gut, solange Oskar oder du bei ihm bist, mache ich mir wenig Sorgen. Das machen wir später. Ende. Ja. Davon verstehe ich nichts. Immer schön reinbleiben, Jungs. Uff, wir haben auch weiße Sachen schon. Und ich weiß nicht, was ich davon überhaupt behalten sollte und nicht. Kunst ist... Oder war das nur ein... was zum Durchlesen? Gute Musik ausgesucht, Herbert. Das ist mein Mann. Ja. Ich glaube, ich bin jetzt schon Kleriker-biased. Ich bin nicht gut genug. Natürlich nicht. Vielleicht musst du dein Kind absetzen hier irgendwo. Dann sind wir wieder gut genug für andere Sachen. Jo. Da. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich schon um alles kümmern. Wo ist das kleine Ding? Hier. Ich denke, du gehst jetzt besser wieder zurück. Oh, jetzt schon? Na schön, ich will dir ja nicht zur Last fallen. Danke, dass du mich mitgenommen hast, Vater. Jo. Pass auf dich auf. Mach ich. Ich hoffe, du schaust ab und zu mal wieder bei uns vorbei. Komm, natürlich. Das Umland um die Bastion sollte jetzt sicher genug sein. Gut. Dann sollten wir uns als nächstes um die maroden Gemäuer kümmern. Ich weiß, dass irgendwo im Vorlager der Bastion ein ausrangierter Baumeister haust. Ob er früher einmal für die Instandhaltung der Gemäuer verantwortlich war, weiß ich nicht. Doch sollte man ihn genau dafür rekrutieren können, würde uns das einen großen Schritt nach vorne bringen. Der Name des alten Baumeisters ist Gardok, glaube ich. Ich weiß, ich habe schon mit ihm gesprochen. Ich sehe mal, was ich tun kann. Gut, ich arbeite derweil weiter an dem Studium deiner Infektion. Dann wird es Zeit, dass wir uns besser organisieren. Wir beide haben unsere Aufgaben und können uns kaum um andere Dinge kümmern.
Je mehr Menschen die Bastion beherbergt, desto eher braucht es eine gute Führung. Wir brauchen einen guten Feldherrn, der die ganzen Kämpfer unter Kontrolle hält. Ist die Anarchie unter den Leuten hier erst einmal so richtig ausgebrochen? Ist unser kleines Projekt der sechsten Macht schon gescheitert, bevor es richtig angefangen hat? Für den Posten des Feldherrn hätte ich schon einen geeigneten Kandidaten im Sinn. Den Warlord Tiaik unten am Weltenherz. Er wäre wie geschaffen für diese Aufgabe. Ich weiß aber nicht, ob er sich auf deinen tollen Plan einlassen wird. Hey, es ist auch dein Plan. Ohne dich wird er mir alleine nicht gelingen. Das weißt du auch. Okay. Formern und ihren Kreaturen erst einmal nicht zu nahe, bis du wieder angemessen zu Kräften gekommen bist. Ein Verlust deiner Expertise und deines Umsetzungsvermögens können wir uns jetzt nicht leisten. Das hast du schön gesagt. Da bin ich doch gleich viel motivierter. Ha, seine Stimme ist mir im Kopf geblieben. Mit dem Baumeister haben wir schon geredet. Der wird uns jetzt ganz sehr gerne mögen, nachdem wir mit ihm geredet haben. Dann reden wir doch nochmal mit ihm. Vielleicht kann ich ihn ohne Kind. Da wird er fürs Team gebraucht. Sorry, dass ich dein halbes Haus leer gelootet habe. Was willst du denn noch? Der alte Mann sagt, du seist ein Erbauer. Was? Wer sagt das? Der alte Mann? Du redest von Adam? Ja, von mir aus auch Adam. Oh Mann! Ja, verdammt! Seinerzeit war ich der beste Baumeister im Fort bei den Outlaws. Ich habe da damals einen Großteil aller Palisaden und Wellblechbuden hochgezogen. Aber meine Dienstzeit ist schon lange vorbei. Ich habe noch eine Menge vor mir und könnte zusätzliche Unterstützung gebrauchen. Ach ja? Und was habe ich damit zu tun? Ich nehme das, was du bereit bist, mit mir zu teilen. Na schön. Wenn es denn unbedingt sein muss. Zeig mir etwas von deinem Geschick. Wer weiß, ob du das überhaupt verstehst? Aha. Okay, sehr schön. Zu wenig Geld, zu wenig Intelligenz. Nein, ich verstehe es nicht. Aber ich komme auf jeden Fall wieder zurück, um es zu verstehen. Zeig mir, was du hast. Es gibt aber nichts umsonst. Okay, da werden wir uns dann auch damit beschäftigen. Mit 63 werde ich wahrscheinlich nicht weit kommen. Wir werden später verkaufen. Was machst du denn hier? Mann, Junge, irgendwo müssen wir alten Knacker nun mal hin, bevor wir den Löffel abgeben. Nicht, dass ich das vorhätte, aber eigentlich dachte ich, dass ich hier meine Ruhe habe und mir keiner auf den Sack geht. Tja, habe ich mich wohl geirrt. Du warst bei den Outlaws? Ja, Mann. Aber mit denen bin ich fertig, sag ich dir. Als die Berserker damals das Fort übernommen haben, waren die fetten Jahre für mich vorbei. Es wurde Zeit zu verschwinden. Hier draußen ging mir bisher niemand auf die Nerven. Und so wurden die Ruinen hier zu meiner Heimat. Was müsste man dir zahlen, damit du deinen Job wieder aufnimmst und die Bastion instand hältst? Ihr wollt, dass ich eure Rumsbude da fit mache? Ihr habt doch nicht alle Latten am Zaun, Leute! Der ganze Mörtel ist lose und von den tragenden Elementen wollen wir gar nicht erst sprechen. An eurer Stelle würde ich das Ding nicht mehr betreten. Es könnte jeden Moment in sich zusammensacken. Du machst es oder ich poliere dir die Fresse. Jetzt pass mal auf, Freundchen. Damit beeindruckst du mich nicht. Also gib dir erst gar keine Mühe. Das Einzige, was mich noch hinterm Ofen hervorlockt, ist meine Arbeit. Na dann, in der Bastion hättest du reichlich davon. Aber doch nicht bei dem Ding da oben.
Die Bastion ist lebensgefährlich. Das ist glatter Selbstmord. Ein Standortwechsel ist keine Option. Hör zu. Du willst etwas von mir, oder etwa nicht? Hier werden bald ein paar finstere Gesellen aufmarschieren und die werden dir auf die Pelle rücken. Na gut. Ich werde mir das mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, okay? Hey, hör mal. Ich weiß, ihr seid ziemlich dickköpfig und damit kenne ich mich aus, glaub mir. Wenn ich den Job des Baumeisters wirklich übernehmen sollte, und ich sage nur, wenn, dann bräuchte ich besseres Werkzeug. Dieser alte Krempel hier wird mich kein Stück voranbringen. Ich soll dir Werkzeug besorgen? Pass auf, das meiste kriege ich schon irgendwie hin. Aber ich brauche einen vernünftigen Schlaghammer, Leute. Mit so einer abgenutzten Gurke wie meiner alten hier ziehe ich doch keinen Hering mehr vom Teller. Was glaubst du, wo man einen solchen Schlaghammer findet? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Aber die nächsten, die mir einfallen würden, wären die Apparaturenwerke in der Grotte der Morkons. Oder die alten Großmaschinenfabriken im Nordwesten oder anderswo. Im Grunde dort, wo Großes gebaut wurde in der alten Welt. Okay. Also meinetwegen lass dir ruhig Zeit damit. Ich hab's nicht eilig. Ich... Mal ehrlich, schon. Was sollte das denn jetzt? Darauf kannst du dich gleich einstellen. Sam the bad boy. Meh. Ja, Episode vorbei.